In der Stadtgalerie in Frankenberg ist seit Anfang Februar eine Ausstellung in Erinnerung an Bernd Steinwendner zu sehen. Der in Chemnitz geborene Künstler, der seit 1992 im Frankenberger Ortsteil Hausdorf lebte, verstarb am 18. Mai 2022. Nun, am 21. Februar, wäre er 84 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass lud die Galerie gemeinsam mit der Witwe zu einem Gesprächsabend ein. Margitta Steinwendner berichtete aus dem Leben mit dem Künstler, das auch ein gemeinsames werden konnte, weil er sich in die Haustür der seinerzeit geschiedenen Frau verliebt hatte und dazu den Hund aus dem Dorfteich rettete, worauf ihr 9-jähriger Sohn in Bezug auf den neuen Mann meinte, den nehmen wir. Als Neuer im Dorf, in Hausdorf, angekommen, war er spätestens, nachdem er die Zuchtkuh zur höchster Zufriedenheit des Kuhbesitzers künstlerisch verewigte. Der präsentierte das Werk gleich verschiedenen Hausdorfern und fortan wurde Bernd Steinwendner im Dorf gegrüßt. Denn er konnte auch gegenständlich arbeiten, obwohl man, wenn man Bernd Steinwendner hört, eher Abstraktes vor Augen hat. Er hat schon immer gegenständlich gemalt und wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwann hat er gesagt, es genügt nicht, den Gegenstand so abzubilden, sondern ich muss tiefer gehen und das ist dann das Abstrakte. Und ja, irgendwie meint, ich weiß jetzt nicht wer, hat auch mal gesagt, wer das kann, darf auch das andere. Diese Auffassung hatte unter anderem auch der 2020 verstorbene Mühlauer Grafiker und Maler Johannes Burgis, dessen Lieblingsbeispiel Picasso war. Bernd Steinwendner absolvierte eine Ausbildung als grafischer Zeichner bei der DEWA-Karmarkstadt und arbeitete dort anschließend als Grafikdesigner. Und hat dann autodidaktisch sich weitergebildet, also über Bücher, Film, Fernsehen, selber aufgebaut. Aber er war das so stur auch an sich, er hat das richtig studiert. Nach seiner Aufnahme im Verband Bildender Künstler der DDR 1967 betätigte er sich freischaffend als Grafiker und Maler. Also ich denke, er war ein sehr guter Grafiker und er ist in seinem grafischen Werk für mich vielleicht sogar noch stärker als in der Malerei. Da er die österreichische Staatsbürgerschaft besaß, sein Vater war Österreicher, war es ihm möglich, die DDR zu verlassen, was er, knapp über 40 Jahre alt, auch tat. Er reiste durch Westeuropa, malte und verkaufte seine Bilder. Als sein Vater starb, kam er seiner Mutter zuliebe zurück und es hielt ihn hier bis zu seinem Tode, auch weil die Region ganz besonders Augustusburg mochte. Seine Frau hinterlassen hat Bernd Steinwendner ungefähr 400 Malereien und nochmal bestimmt auch 400 Grafiken. Ich bin dabei, das zu archivieren. Seine Kinder und auch meine Kinder wollen Werke von ihm. Und dann muss ich sehen, dass ich lange in dem Haus wohnen bleibe und die Kinder und die ganzen Bilder behalten kann. Ein Künstler, den die Muse nie zu verlassen schien. Er war Maler durch und durch. Es hat mit ihm gemalt. Er hat es auch oft so gesagt, dass es in ihm ist. Es malt mit ihm. Und er hat oftmals angefangen und wusste noch nicht 100%, wo das hingeht, sondern es hat mit ihm auch gemalt. Er wird den Beschütz vielleicht ausschimpfen, dass ich das so ausspreche, aber so hat er das zu mir gesagt. In der Frankenberger Galerie zu sehen sind auch Werke, die am Ende seines Lebens entstanden. 2021 Sirkus. Das Thema Zirkus hat ihn immer bewegt. Eins hängt hier leider nicht dabei. Ich habe es nicht gefunden im Haus unter diesen 400. Da steht ein ganz kleiner Clown in einer großen Arena. Und jedes Licht ist auf ihn gerichtet. Über ihm ist eine große Kuppel und alle sehen ihn an. Und der Clown ist so klein. Das ist ein fantastisches Bild. Und das werde ich auch nicht hergeben. Verarbeitet hat er viel eigenes Erleben, unter anderem den Zweiten Weltkrieg. Er wohnte auf der Weststraße mit seinen Eltern. Da hat es auch einige Einschläge gegeben, ungefähr eine Straßenecke von ihm entfernt. Und seine Mutter ist mit ihm nach Bockau-Lengefeld
gelaufen. 3 Tage mit dem Handwagen. Ja, und ungefähr einen Monat eher stand er dort in Bockau an der Eisenbahnstrecke. Und da sah man die Bombardierung oder die Folgen der Bombardierung von Dresden. Es wäre so ein rotes Licht gewesen und es fuhr ein Zug vorbei. Wahrscheinlich waren das die letzten Züge mit Menschen, die im KZ saßen. Denn die Mama hat immer gesagt, schau weg, schau weg. Und ich kann dir das auch nicht erklären. Und das hat ihn dann doch im Alter sehr erschüttert und ist ihm nachgegangen. Bernd Steinwendner schuf natürlich auch Kunst, um sie zu verkaufen. Es kamen ja auch viele doofe Fragen. Also wenn zum offenen Atelier jemand, eine Dame kam und sagte, sie hätte ein neues grünes Sofa, ob er nicht auch ein grünes Bild dazu passend über dem Sofa zu verkaufen hätte, dann ja, hat ihm das oft nur ein Stirnrunzeln verursacht. Und ich habe dann versucht, irgendwie aus der Geschichte rauszukommen und habe dann gesagt, also so wie bei Picasso, er hat jetzt gerade seine blaue Periode und malt jetzt nur alle Bilder in blau und nicht in grün. Solch eine Antwort hat ihm mit Sicherheit gefallen, denn er hatte auch einen schiefen Humor, ein bisschen schräg, einen schwarzen Humor, aber einen sehr, sehr guten Humor. Wenn er den Abend in der Frankenberger Stadtgalerie erlebt hätte, er hätte irgendwo in der Ecke gesessen und gekichert. Bis 30. April kann man die Erinnerung an Bernd Steinwendner in Augenschein nehmen.